Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Das Schwarze Auge Memoria. Ja, wir haben Nuri eine Salbe gegeben in der letzten Folge und sie versucht, also ihr Flügel war ja, verletzt, sage ich mal so. Und die Salbe hat ihr geholfen und wir haben versucht, ihr das wieder Mut zu machen, damit sie fliegen kann, aber so leider, so ganz hat das nicht geklappt. Und da haben wir einfach mal Nuri wieder in den Käfig gepackt und somit auch in unser Inventar. Und Giron hatte vorgeschlagen, doch zu diesem Fahi zu gehen. Der wird ihr bestimmt wieder ein bisschen Mut machen. So, da geht es zum Zeltplatz. Ich denke, dort sollten wir auch lang gehen, um zu Fahi zu kommen. Aber vorher, schauen wir uns trotzdem hier wieder um. Hier sind wir uns das erste Mal begegnet. Du wolltest mich einfangen wie ein Vogel. Ich konnte ja nicht wissen, dass du so groß sein würdest und so dickköpfig. Das musst du gerade sagen. Stimmt. Auch wenn wir sonst nicht viel gemeinsam haben, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Darunter liegt Nuris alte Höhle. Als ihr Feenkörper vernichtet wurde, ist auch die Höhle eingestürzt. Vermisst du dein altes Zuhause? Ich weiß nicht. Glaube nicht. Okay. Die Höhle ist eingestürzt? So, gut, ich komme hier gar nicht weiter. Dann bleibt uns also doch nichts anderes übrig, als mal beim Fahiz vorbeizuschauen. Gehen wir zum Zeltplatz. Wer steht denn dort? Wer sind diese Leute? Diese Statuen machen mir Angst. Ja. Sie sehen aus wie die Grabsäulen aus Fahis Erzählung, nur mit Gesichtern darin. Ja. Genau das habe ich auch gedacht. Was ist hier los? Breda, ich kann so nicht arbeiten. Magister Bodiak? Dieser Mann stört meine Ermittlungen. Rede mit ihm. Schick ihn fort. Ich habe für so etwas keine Zeit. Es tut mir leid, aber das Kampfseminar der Magier zu Andergast hat dieses Gebiet bis auf Weiteres gesperrt. Du gehst besser nach Hause. Was ist hier geschehen? Eine Meute aus der Stadt wollte einen fahrenden Händler aus dem Land jagen. Und das wurde aus ihm, tada, otulamidische Säulen mit andergastischem Kern. Vom Händler fehlt jede Spur. Er ist verschwunden? Jep, und jetzt kusch dich. Sonst widerfährt dir womöglich noch das Gleiche. Es ist doch alles verhext. Fahi war unsere beste Möglichkeit, dich zu heilen. Aber ist er nicht böse? Hat er nicht die Menschen versteinert? Nuri, das war ein Andergaster Lynchmob. Hätte ich es gekonnt, ich hätte sie auch in Klötze verwandelt. Er muss hier irgendwo eine Spur hinterlassen haben. Besser, ich finde sie, bevor die Magier vom Kampfseminar es tun. Sonst stehen wir wieder am Anfang. Okay, alles klar. Also, Fahi, dich müssen wir jetzt also finden. Gut, gut. Da kommen wir nach Andergast. Ich höre nichts. Keinen einzigen Gedanken. Da geht's um die Lichtung herum. Und ja, Fahi hat hier die Menschen in Säulen verwandelt. Und ja, ich sehe es, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch so wie Giron, ne? Wenn die ihn da töten wollten, dann hallo. Pass auf, Junge. Ich habe gute Augen. Ach, schade. Eulrich. Was haben wir denn eigentlich noch? Naja, okay, hat sich nichts geändert. Also so leicht kommen wir an diese Tasche nicht ran. Heda, ist da jemand drin? Sie kann nichts hören. Und ich durch dieses Geschrei auch nichts. Also bitte. Was sagt Giron eigentlich zur Tasche? Sieht aus wie der Sack eines Wanderers oder Jägers. Und nicht wie die Tasche eines ernstzunehmenden Magiers. Die Säule. Sie trägt das Gesicht der Fleischerin vom Markt. Was ist hier geschehen? Er hält eine kleine Muschel an die versteinerte Frau. Ob er glaubt, damit mit ihr reden zu können? Es sieht nicht aus, als würde sie ihm antworten. Eine Steinsäule mit einem steinernen Schwert und einem fein gehauenen Bart, wenn er denn gehauen wäre. Können wir das nehmen? Nee. Was ist hier geschehen? Ja, okay. Oh, Absperrung. Finger weg! Dies hier ist Sperrgebiet. Ach, Manu. Die Lichtung wurde abgezäunt. Na gut, also wir können hier nicht so einfach, solange dieser Typ da noch steht, glaube ich, hat das hier gar keinen Sinn, hier irgendwie reinkommen zu wollen. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Ja, es sieht eher aus, als ob sie von dort kam. Komischerweise, ne? Obwohl da ja das Zelt steht.
Dann gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal um die Lichtung herum und schauen mal, was wir dort so finden können. Ah ja, okay, jetzt sind wir hier. Der Geist muss sich mit versteinert haben. Okay, der labert da einfach mal ein bisschen. So, okay, da kommen wir wieder zurück. So, das ist ein Brüder. Ein Brüder hört sich komisch an. Ich glaube, ich sag das falsch. So, Zelteingang, da kommen wir bestimmt auch nicht rein. Da ist ja noch die Absperrung. Hey, das Seil hängt da nicht ohne Grund. Wie sollen wir die denn jetzt ablenken? Irgendwie müssen wir die doch bestimmt ablenken können. Heda, gibt es denn gar keine Spur des Händlers? Doch, er führt einen geschliffenen Doppelkonchiomer, mit dem er jede Nervensäge in kleine Scheiben schlägt. Woher weißt du das? Ich sehe es. Er steht damit grinsend hinter dir. Nein, wir wissen immer noch nichts. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Sonst bekomme ich nur noch mehr Ärger. Wir wollen aber nicht verschwinden, wir wollen hier rein. Ganz bestimmt wollen wir hier rein. So, und wir haben doch hier so einen lustigen Zauber. Können wir damit nicht irgendwas kaputt machen? Wenn das wirklich versteinerte Menschen sind, sollte ich mit meinem Zauber vorsichtig sein. Okay, schade, Truhe. Jeroen, machst du da jetzt was oder nicht? Nee. Okay, also kaputt zaubern kann er jetzt nichts. Dieses Mädchen beobachtet mich aus dem Augenwinkel. Okay. Na gut, abschneiden bringt dann ja auch nichts. Dann gehen wir nochmal kurz nach vorne. Es ruckelt so ein bisschen, das ist ein bisschen komisch, aber okay. Aber ich denke mal, auch hier könnten wir jetzt nichts zaubern. Ich höre nichts. Keinen einzigen Gedanken. Nee. Nicht solange dieser Magier in der Nähe ist. War ja irgendwie zu befürchten. Gut, den können wir auch nicht kaputt machen. Wäre ja der Geist muss sich mit versteinert haben. Was haben wir denn? Wir haben Nuris Kette, Messer und Nuri. Können wir Nuri aussenden, damit sie vielleicht... Nuri könnte sich vor dem Magier als der Versteinerte ausgeben. Doch ist ihre Stimme dafür nicht tief genug. Schade. Okay. Psst. Nuri, kannst du mir einen Gefallen tun? Lenk den Magier ab. Na klar, sie ist eine Frau. Hüpf hinter die Statue und rede mit ihm. Er wird glauben, du bist die versteinerte Frau. Soll ich ihm von König Kastania und den Rübengeistern erzählen? Nein. Beantworte seine Fragen. Welche Fragen? Und was soll ich antworten? Hör hin. Wie viele Angreifer waren es? Zwei, drei? Stand da noch eine? Ich glaube nur drei, ne? Nur einer, zwei, 11 bis 15, unzählige? Nur einer? Kann ja nicht stimmen. Oder ist es nur der, weil der ein Messer hat und die anderen haben nichts in der Hand? Zwei? Und doch mindestens drei. Aber der sieht ja nicht aus. Ich mach mal zwei. Komm. Sag, es waren zwei. Wie sah der Magier aus? Der Magier. Welcher Magier? Meinen Sie jetzt Fai? Schwarzer Umhang, Äffchen, zu neblig? Na, Äffchen. Der hat auf jeden Fall ein Äffchen. Ja. Er trug einen kleinen Affen auf der Schulter. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch gar nicht. Ich rate nur. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Ja, aus dort. Ja, wo ist hinten, wo ist vorne? Vom Zelt? Aus dem Wald, aus dem Nordosten. Ich weiß ja nicht, wo hier welche ist. Auf jeden Fall von dort, von hinten. Ihr wart in einen Hinterhalt geraten. Sie kamen von hinten. Und in welche Richtung sind sie dann gegangen? In Nordwesten, in den Wald, ins Zelt? Eigentlich in die Stadt. Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Ja, das ist leicht. Gott, das ist bestimmt alles total falsch. Aber wir gucken mal. Was für eine Zeitverschwendung. Es scheint, der Geist dieser Bauern ist nun endgültig zum Erliegen gekommen. Ich habe Kontakt. So. Was sagt sie? Braucht ihr Hilfe bei der Mitschrift? Nein. Der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Okay. Sie ist jetzt nicht abgelenkt. Aber er dürfte ja abgelenkt sein. Kommen wir jetzt an die Tasche? Pass auf, Junge. Nee. Ich habe gute Augen. Absperrung? Finger weg!
Dies hier ist Sperrgebiet. Was ist hier geschehen? Hey, Nuri hinter der Säule? Nuri, erzähle dem Magier etwas anderes. Auf die Frage, wie viele Angreifer es waren, sagst du... Okay, jetzt haben wir wieder das. Hä? Ich mach mal wieder zwei. Sag, es waren zwei. Wenn er eine Beschreibung des Magiers... Achso, na gut, ich mache jetzt noch mal schneller, weil jetzt machen wir das wieder. Erzähle ihm... Es ist jetzt wieder dasselbe. Wir machen jetzt einfach mal Nordosten. Er erfolgte und wer... Und dann machen wir gern Nordwesten. Nach Nordwest, kannst du dir das merken? Ich denke... So, mal gucken, ob das jetzt irgendwas anderes bewirkt. Wenn jetzt wieder diese Brüder kommt, oder wie auch immer die heißt. Die Aussage hat sich geändert. Sie bleibt jetzt vielleicht dort stehen und kommt auf die andere Seite. Nein, der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Also irgendwie, glaube ich, müssen wir das komplizierter machen, damit er sich das nicht merken kann und die liebreizende Frau dort stehen Nuri, bleibt und für ihn erzähle dem Magier etwas anderes. Gut, dann werde ich jetzt mal gucken, was irgendwie komplizierter ist. Auf die Frage, wie... Sagen wir jetzt 11 bis 15. Sag 11 bis 15. Kann er sich vielleicht merken? Wenn er eine Beschreibung des Magiers haben will, antworte... Krokusfarbene Brosche? Klingt kompliziert. Er trug eine krokusfarbene Brosche auf der linken Brust. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus... Aus dem Wald vom Zelt von hinten? Aus Nordosten? Er erfolgte aus Nordost. Und wer auch immer euch angegriffen hat, ist geflohen nach... Gen Nordwesten. Vielleicht... Nach Nordwesten. Das. Kannst du dir das merken? Was trug er nochmal? Eine krokusfarbene Brosche. Auf der linken Schulter. Dann mal los. Okay, also sie kann sich schon mal nicht alles so gut merken. Denn hoffentlich kann er es erst recht nicht. Danke, Nuri. Du bist mir eine große Hilfe. Und wieder eine neue Geschichte. Sie kamen aus Nordwest und gingen dann wohin? Breda! Ja, wo ja. bleibst du? Ich kann mir das alles doch nicht alleine merken. Sehr schön. Sehr gut, jetzt haben wir's. So, die Olle müsste jetzt da stehen bleiben. Und mitschreiben. Das wird sie erst einmal beschäftigen. Sehr gut. Dann huschen wir mal um die Lichtung rum. Und jetzt können wir es hier... Es ist fest verzäunt. ...das abschneiden. Und dann können wir mal da schnell durch. Okay, wir sind drin. Kriegen wir die Truhe jetzt auf? Ich kann es doch nicht einfach aufreißen. Ich? Auch zu schneiden? Das Schloss ist zu schwer. Da muss nichts heil gemacht werden. Nein, ich vergesse das immer wieder wegzumachen. Zaubern. Nichts geschieht. Die wenigsten Schlösser lassen sich von meinem kümmerlichen Zauber beeindrucken. Schade. Los, Truhe? Ich weiß nicht. Sie steht an genau dem gleichen Fleck wie gestern. Nur die Versteinerten sind neu dazugekommen. Da ist ein Schloss dran. Okay, also wir kommen da jetzt so nicht ran. So, Wagen, Wagen, Wagen. Wir gehen mal ins Zelt. Da werden wir hoffentlich ein paar Informationen bekommen, was hier passiert ist. Naja, was passiert ist, naja, wissen wir ja. Aber wo Fahi jetzt hin ist. So, Kissen. Noch ein Kissen? Achso, wie jetzt? Das Kissen legen wir jetzt einfach nur dorthin. Mal wieder. Ja, okay. Ich lasse es jetzt bleiben. Kästchen. Igitt. Was auch immer da drin ist, es stinkt fürchterlich. Okay. Gut. So, da haben wir erstmal nicht so weit. Ne? Hoch da. Nee. Teppich. Liegt da was? Andere Seite von... Ah, nee, es ist dieselbe Seite vom Teppich, okay. Sitzkissen. Komm, hier muss doch irgendwo was versteckt sein. Sieht nicht so danach aus. Können wir wieder hinlegen, das Sitzkissen. So, exotische Gurken. Mm. Sie riechen seltsam. Irgendwie... Oh, mein Kopf. Bei Fex. Was ist das für ein Zeug?
Seltsamer Sie riechen seltsam. Irgendwie, oh, mein Kopf. Bei Fex. Was ist das für ein Zeug? Ja, egal was. Wir nehmen es einfach mit. So Kästchen. Sieht aus wie irgendein Spiel. Haben wir jetzt da was mitgenommen? Nee. Achso, wir machen es auf und da ist dann aber nichts drin. Glaube ich. So, Brett. Hm? Ein Brett? Das Brett? Ist das ein Brett? Schlüssel! Für die Truhe hoffentlich. Ein Schlüssel? Das reicht, Breda. Wir haben eine Aussage. Hast du den Tatort vollständig untersucht? Ja, da war nichts. Wenn es noch etwas gibt, dann im Zelt. Nein. Ich schreibe das hier nur noch eben zu Ende. Oh je. Oh je, kann man sich hier irgendwo verstecken? Wenn sie wirklich gleich das ganze Zelt durchsucht, würde sie mich auch da finden. Es hilft alles nichts. Ich muss hier raus. Wenn hier nur eine Tür wäre. Gott, wie viel Zeit haben wir denn jetzt? Ich hoffe viel. Bis ich da oben bin und die Matte sich beruhigt hat, bin ich längst aufgeflogen. Unterm Sitzkissen? In der Ecke findet sie mich doch sofort. Dort hinter? Das ist kein gutes Versteck. Muss ich mich jetzt hier wirklich verstecken? Ach, Bett. Ich habe von Brett gelesen, ne? Wenn sie wirklich gleich das ganze Zelt durchsucht, würde sie mich auch da finden. Echt? Es hilft alles nichts. Ich muss hier raus. Ich habe Brett gelesen, okay. Da steht natürlich Bett. Ja gut, dann muss ich hier wohl raus, weil unterm Teppich werde ich mich jetzt auch nicht verstecken können. Ich kann hier nicht raus. Nein. Ich würde den Magiern direkt in die Arme laufen. Es war so klar. Oh Mann, Geron. Dann zähl doch nicht, dass du hier sofort raus musst. Was machen wir denn jetzt, Wandteppich? Wir haben doch bloß ein Messer. Da hätten ein Loch rein, warum auch immer. Ja. Mann, gute Entscheidung. Sehr schön. Schnell, so. Verschließen. Wie verschließen? Ach so, das machst du geschafft. Alleine. Und bring den Tatort nicht durcheinander. Ich höre jedes Scheppern. Das war knapp. Huch, hier steht ja noch einer. Oh, offenbar haben noch nicht einmal die Magier ihn hier... Praios, stehe mir bei. Das ist die Maske aus der Grabkammer. Was hat mir dieser Kerl noch alles verschwiegen? Aha. Okay, kriegen wir die jetzt? Können wir die nehmen? Er hält die Maske fest in der Hand. Ich muss zu härteren Mitteln greifen, will ich sie abbekommen. Oh. Wer ist das da eigentlich? Er hält die Maske fest in der Hand. Ich muss zu härteren... Ein weiterer Versteinerter. Und er hält die Maske aus Fahis ja. Erzählung in der Hand. Okay, ja, das hatten wir ja jetzt. Na gut. Schlüssel, Gurken, Kette. Wer abbrechen mit dem Was Messer? Ich brauche, sind Hammer und Meißel. Okay. Hammer und Meißel haben wir jetzt nicht. Ist vielleicht in der Kiste drin. Wenn das wirklich versteinerte Ja, okay, darf ich nicht machen. Na gut, dann können wir jetzt hier so schnell das auch nicht abbekommen, aber wir nehmen die definitiv noch irgendwie mit. Fragen Sie mal, ob ich jetzt hier zum Wagen kann, ohne dass der uns entdeckt. Er sieht nicht aus, als könnte ich ihn von Hand verschieben. Kaum zu glauben, dass Fahi all sein Hab und Gut darauf bekommen hat. So, er kann sie nicht von Hand verschieben. Ja, wir haben jetzt aber nicht viel. Es würde nur stumpf werden. Okay. War das Zerbrechen irgendwie? Es wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Nee. Aber wir können doch jetzt nicht hier vor. Brüder? Da war sie doch irgendwo. Dafür bin ich zu weit weg. Okay, da kommen wir jetzt nicht ran. Okay, wir haben hier diesen Wagen vor uns. Keil. Ah ja. Und jetzt? Kommen wir doch erst recht nicht mehr weg. Aber wir haben einen Keil. Nee. Wo ist der Keil hin? Geron, was hast du mit dem Keil gemacht? Schmeiß ihn doch nicht einfach weg. Vielleicht hätten wir da jetzt irgendwas machen können. Hä? Der mich heute schon wieder an? Ach so, jetzt können wir vorbeilaufen. Gut. Sieht uns da nicht ist der Magier Schloss jetzt? Dran. Anscheinend sieht er uns nicht. Wir machen einfach mal jetzt die Truhe auf. Passt. Ist das der richtige Schlüssel. Ja. So, und da finden wir jetzt hoffentlich Hammer Meißel. Das Kind habe ich damit ganz schön beeindruckt. Die macht sich nicht mehr über mich lustig. Meißel? So, und nur noch die Flaschenfestung. Können wir die zerbrechen? Sie würde zerbrechen, der Magier sich umdrehen und mich sofort sehen.
Okay. Auf jeden Fall haben wir Meißel. Dann gehen wir doch einfach nochmal zurück. Vielleicht reicht ja der Meißel aus, aber ich befürchte, dass er nicht ausreichen wird. Wenn er das schon so sagt, Hammer und Meißel. Mir fehlt noch ein Hammer. War klar. Ah, ja, klar. Das bringt nichts. Okay, es fehlt uns noch ein Hammer. Warum hast du den Keil weggeschmissen? Mit dem Keil hättest du doch auch darauf kloppen können. Hammer. Ins Zelt können wir jetzt nicht mehr. Lass mich raten, jetzt müssen wir doch bestimmt noch zu diesem Magier und die Tasche klauen. Ruhe, Truhe. Aber hier ist auf jeden Fall nichts, was aussieht wie ein Hammer. Steinsäule. Da kommen wir wieder um die Lichtung rum. Ich glaube, wir gehen einfach mal um die Lichtung jetzt schnell rum. Und während ich hier um diese Lichtung jetzt rumlaufe, habe ich mich jetzt auch entschieden, an dieser Stelle wieder einen kleinen Cut zu machen, denn es sind schon wieder 20 Minuten um und ich will die Folgen ja nicht zu lang lassen, werden lassen. Und somit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Seid gespannt, ob wir hier den Hammer finden werden und die Maske an uns nehmen können. Und in diesem Sinne, wenn ihr das erfahren wollt, dann schaut doch in der nächsten Folge wieder rein. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Aschna. Tschüss!